Esali Badat hat mich gebeten, Informationen über einen möglichen Komplott der Valera zu beschaffen. Ich bin auf der Suche nach Sili Valera. Und das ist dann ein bangendes Gefühl. Esali Badat ist davon überzeugt, dass die Familie Valera etwas gegen sie im Schädel führt. Esali Badat hat mich gebeten, Informationen über das Komplott der Valera-Familie gegen sie zu beschaffen. Sie hat vorgeschlagen, dass ich bei meinen Erkundigungen mit Sili Valera beginne. Sili ist eines der umgänglichsten Mitglieder der Familie Valera. Esali meinte, dass Sili seine Laute in der Nähe einer der örtlichen Wachtürme spielte. Ich bin aber doch mal versucht, die Schatzkammer zu betreten. Wenn da unten überhaupt Schätze sind. Der Hauptmann der Wache bewegt sich gemächlich zur verriegelten Tür, wobei seine Rüstung mit jedem Schritt knarzt. Er mustert sich langsam, während sich seine Finger lässig um den Knopf seines Schwertes legen. You have an appointment to see the vault, sir? Haben Sie einen Termin, um die Schatzkammer zu besuchen, mein Herr? Eine Schatzkammer? Was ist denn da drin? Badatos are a banking family, Mestre. We hold a great many accounts belonging to our fellows within the Valian Trading Company. We also safeguard those valuables they entrust to our keeping. Die Badatos sind eine Bankiersfamilie, Mestre. Wir halten sehr viele Konten, die unsere Freunde bei der Valianischen Handelsgesellschaft gehören, die unseren Freunden gehören. Außerdem bewahren wir die Wertsachen auf, die sie uns anvertrauen. A matter you may discuss with the lady. Upstairs. Diese Angelegenheit kannst du mit der Dame oben besprechen. Der Hauptmann scheucht ihn mit seinen Armen Richtung Treppe. Okay, das heißt, wir werden gleich wieder nach oben gescheucht. Ja, da bin ich mal gespannt, was mir die Valera jetzt erzählen werden, weil jetzt werde ich ja in der ihr Haus gehen. Was gleich nebenan ist, lustigerweise. Wächterin, ich bin ein Wächter. Da gehen wir gleich hier zum Seiteneingang rein. Hier kehrt jemand, hier kann ich ins Obergeschoss gehen. Hier sind sehr viele Wachen und sogar Zauberer, okay. Ein Schiffsjäger mitsamt Wolf. Dann geh schon zum Plaudern, zahlt man mir nicht genug. Ah. Der Dockzauberer, mhm. Das sind die Orsos. Da ist der Ausgang. Wer ist hier drin? Ein Zaubermacher und ein Schreiber. Oh. In den Bücherregalen können wir rumgucken. We're full up, I'm afraid. If you're looking for lodging, you'll have to hope there's room at the tavern. Wir sind voll. Falls du nach einer Unterkunft suchst, du musst hoffen, dass in der Taverne noch Platz ist. Die Familienschreiberin lächelt dich freundlich an, scheint aber von anderen Dingen abgelenkt zu sein. Ihr Familienzimmer. We do indeed. Forgive me if I mistook you for a tenant. There are quarters set aside upstairs. Passers-by with a bit of extra coin will find a welcome cot and a meal. This is a temporary measure, of course. Ja, das stimmt. Vergib mir, wenn ich dich mit einem Mieter verwechselt habe. Oben gibt es entsprechende Quartiere. Passanten mit Mützen in der Tasche finden hier ein Bett und eine Mahlzeit. Das ist natürlich nur eine vorübergehende Maßnahme. So äußert sich und blickt weg.
Warum überhaupt Zimmer vermieten und dann noch für so kurzen Aufenthalt? It's not my place to share the dealings of the Valera family, but this is all rather public. Es ist nicht angebracht, die Geschäfte der Valera-Familie auszuplaudern, aber das hier ist alles ziemlich offensichtlich. Sie runzelt die Stirn und sieht sich schuldbewusst um. Suffice it to say that a family in want of coin might find alternate means of securing their finances. In the case of this estate, that means renting the occasional room. No shame in making a practical sacrifice. Sagen wir mal, wenn einer Familie das Geld fehlt, sucht sie sich vielleicht ein anderes Mittel, um ihre Finanzen zu sichern. In diesem Fall wird hin und wieder ein Zimmer vermietet. Es ist keine Schande, ein praktisches Opfer zu bringen, also sie brauchen mehr Geld. I've said enough. Speak with Atello if you have business with the Valera household. Aber ich habe genug gesagt. Sprich mit Atello, wenn du mit dem Valera-Haushalt Geschäfte hast. Sie deutet dir ängstlich und dringend weiterzugehen. Wer hat dir das sagen? Valera upstairs in his study. Du findest Atello Valera oben in seinem Arbeitszimmer. Und wie läuft das Geschäft? As they say, business can always be better, yes? I'm sure I needn't bore you with the details. Tja, wie man so schön sagt, könnte immer besser laufen, oder? Ich will dich nicht mit den Einzelheiten langweilen. Die Schreiberin kaut auf ihre Unterlippe und wendet den Blick ab. Dann lebt mal wohl. Du bist hier schöner als bei diesem Aufbruch. Orsos zweite Diener. Die Juana haben ja hervorragende Gebäude errichtet, aber dieses Kastensystem. You're gonna make a habit of turning up. Wird das mit dem Auftauchen zu einer Gewohnheit? Das Ticken der Uhren füllt das Esszimmer in ruhigen Momenten. Das heißt, ich muss nach oben gehen. Wenn ich mit dem Valera Obermufti reden will. Ach, das ist einer von den Gästen, ne? Ob du es glaubst oder nicht, die Kohlen hier sind viel bequemer als in der Taverne. Eine Wache. Am I supposed to play nanny? They listen to you, Martino. Enough. We have a guest. Ja, wir haben einen Gast. Atello Valera und das ist Martino Valera. Ah, a new face in the Valera Halls. Ah, ein neues Gesicht im Haus der Valeras. Das Gesicht von Atello Valera sieht runzig und müde aus, aber sein Mantel ist ordentlich geknöpft und seine Haltung tadellos. Hagrim zu Diensten. Are welcome here. Öffentlichkeit ist hier willkommen, er neigt seinen you Kopf. You kept Laro and Orso from the beyond. We could use such a mediator. Du hast Laro und Orso vor dem Jenseits bewahrt. Wir können so einen Vermittler gut gebrauchen. Martino has need of muscle and brains outside of the Valera house. Martino braucht Muskeln und Köpfchen, die nicht zum Haus Valera gehören. Atello blickt seinen Sohn stirnrunzelnd an. Erzähl mir etwas über den Job. Lass mich das übernehmen, Vater. Martino klopft Atello auf den Rücken und wendet sich mit dir mit einem ernsten, geschäftsmäßigeren Ausdruck zu. Some Royal Deadfire crews have lately taken to pirate hunting. One such crew has been boasting of their victories near the Wild Mare. Singing their Rauatai songs and making our clients anxious. Einige königliche Todesfeuermatrosen haben begonnen, Piraten zu jagen. Eine Mannschaft brüstet sich mit ihren Siegen nahe der wilden Meere. Singen ihre Rauatai-Lieder und machen unsere Kunden nervös. Hunting Principi dogs is our business. With all these problems with the Baldatos, now is not the time for competition from the Brass Citadel. Prinzipi-Hunde zu jagen ist unser Geschäft. Angesichts all der Probleme mit den Baldatos ist jetzt nicht die Zeit für Konkurrenz durch die Messing-Zitadelle. It would be better if they took their business elsewhere. Es wäre besser, wenn sie ihre Geschäfte woanders durchführen würden. Als Atello nicht hinschaut, zieht Martino seinen Daumen über seine Kehle.
You could always start shooting a shit out of one another and leave good deadfire folk be. Just a suggestion. Könnt euch auch einfach gegenseitig abknallen. Gute Todesfeuer, Leute, in Ruhe, Frieden lassen. Nur ein Vorschlag. Ich kümmere mich darum, Nicken. Ich nehme dir die Aufgabe ab, dich um die Seeleute zu kümmern. Ich werde mit ihnen reden. Ich tue es, aber ich möchte, dass die Valianische Handelsgesellschaft weiß, dass ich geholfen habe. Ja, ich nick mal nur. Come back when the Rawatai dogs have been dispatched, dismissed or dismembered. Komm zurück, wenn die Rawatai-Hunde vertrieben, verlegt oder zerstückelt worden sind. Matteo feuert mit seinen Händen eine imaginäre Pistole ab und zwinkert. Ja, ob Papa das doch so gut heißen würde? Oh, das hier wird wahrscheinlich ein Gemeinschaftsraum sein, ja. Wieder ein Wolfsgefährte für einen Schiffsjäger und noch einen anderen Gast. Und hier drin ist nichts. Ja, Zimmer des, der Untermieter. Gut, das heißt, wir können das Haus jetzt verlassen. Und uns weiter auf den Weg machen. Ja gut, also die Valera wollen schon mal nicht, dass ich die Badattos über den Jordan schicke, sondern dass ich irgendwelche Rautai möchte gern Piratenjäger über den Jordan schicke. Was jetzt auch nicht gerade die feine Art ist. So, jetzt können wir uns noch die Stände hier ansehen, die drei, und den Schiffsbau kurz besuchen gehen. It is not a... Island folk tend to prefer lighter clothes, maybe something warmer for the high sea. Eine Kataka gewählt zu machen ist nicht so einfach, wie man denkt, aber es ist möglich. Reicher Herr, was hast du zu sagen? Juana haben je hervorragende Gebäude errichtet, aber dieses Kassensystem skordiere. Ja, okay. Was ist mit dir? Care for a fish or two, stranger? Today's catch. Ripped straight from the hands of the solely wench. Wie wäre es mit ein oder zwei Fischen? Der Fang des Tages frischt den Clown der salzigen Lady entrissen. Die Fischhändlerin seufzt theatralisch. You'll zeig find mal. No fresher. Have a look. Du wirst keine frischere Waren finden. Schau dich gut um. Ja, Schleimer für Hackfresse. Feuerseetang und Austern und alles Mögliche. Ah, ich habe wieder 5000 Gold zu, Kupferstücke zusammen. Welcome, venturing out past the city. You'll want supplies, crab traps or the like for a larger game, I warrant. Willkommen. Soll es heute aus der Stadt hinausgehen? Dann wirst du Vorräte brauchen, vor allem für Kram zum Beispiel oder vielleicht sogar für größere Beute. Ja, was hast du denn? Ein Jagdbogen, guten Dolch, Turmfigur einer Made, einmal pro Ruhephase. Zwei kleine Höhlenmaden herbeirufen. Gewürze, Salz, Pelz. Salbe des Animalismus. nee, wir brauchen im Augenblick nichts von dir, okay. Kataka-Wache, ein Seemann. The Dora must think I work for free. Was hast du hier? Oh, Reparaturvorräte und ein Ding, ein Interhack. Ein starker muschelartiger Tiergeruch hängt an diesem Heubett. Okay, Zammer, das ist an, sind dann hier, ist die Werft.
ist cool, eine anständige Werft hier zu haben. Noch einmal von der Sorte. Oh, nebenbei. Da du wieder gut dabei bist, gehst du mal hier rein. Damit kannst du nämlich ihn schneller heilen. Ja. Ich kann mir leider von mir selber nicht anzeigen lassen, was für wie viele Punkte ich habe. Ach ja, das ist auch das einzige Schiff, das ich habe. Ich frage mich, ob man später auch irgendwie Handelsrouten oder so einrichten kann, um kontinuierlich Geld zu machen. Bin gleich bei. Ach, verdammt, sei deine Augen. Der sonnenverbrannte Zwerg zog vorsichtig an einem Splitter in seinem Daumen und murmelt etwas vor sich hin. Glad to see a client eye to eye for a change. Es ist schön, sich mit einem Kunden zur Abwechslung mal zu verstehen. Mit frustriertem Knurren gibt er auf und schüttelt den Kopf. Came in on the sloop? I can hammer your ship together if you're apt to pay me for it.